Eines der wichtigsten biblischen Prinzipien ist das Gesetz von Saat und Ernte. Was immer ein Mensch sät, wird er ernten. Es ist Saatgut, was irgendwie wächst und dann in verstärkter Form zu ihm wiederkommen wird. Nun, da geht es um weitaus mehr als nur um Geld oder Finanzen. Hier geht es um alles, was wir in unserem Leben säen. Also beispielsweise Beziehung. Wie gehen wir in Beziehung um? Was wir in das Leben anderer Menschen säen, Ehepartner, Familie, Kinder, Arbeitskollegen, anderen Christen, anderen Menschen, es wird uns wieder begegnen. So wie wir uns verhalten, das werden wir in verstärkter Weise irgendwann wieder bekommen. Wir werden es ernten. Und deshalb ist es weise, darüber nachzudenken, möchte ich das, was ich jetzt gerade sähe, beispielsweise in meine Kinder, möchte ich das wirklich ernten? Und wenn nicht, dann solltest du dein Verhalten ändern und anfangen, Gutes zu säen. Gutes in das Leben von anderen Menschen zu säen. Gutes weiterzugeben. Wer Betrug sät, wird betrogen werden. Wer Lüge sät, wird belogen werden. So, und deshalb sollte man sein Verhalten darüber einfach mal reflektieren. Wenn jemand geizig ist, betrügerisch, immer negativ, andere runtermacht, sich mit Mobbing beteiligt oder all diese Dinge, es wird ihm wieder begegnen. Er wird es ernten. Genauso, im positiven Sinne, wenn jemand andere Menschen aufbaut, liebevoll ist, ermutigend, freundlich, wertschätzend, auch das wird ihm wieder begegnen. So, überlege, ob das, was du gerade jetzt säst, das ist, was du ernten möchtest. Und wenn es das nicht ist, dann sei weise und, ich sag mal, ändere dein Saatgut. In den Sprüchen lesen wir, wer Unrecht sät, erntet Unheil. Das heißt, das ist potenziert, das ist herangewachsen, das ist verstärkt. Du hast Unrecht gesät, aber dir begegnet ein richtiges Unheil. Es ist das Prinzip von Saat und Ernte, ein biblisches Gesetz. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. So sagt Paulus im Galaterbrief. Wir brauchen uns gar nichts vorzumachen. Was immer ein Mensch sät, wird er ernten. Und wie gesagt, das ist für manche Leute eine wirklich schlechte Nachricht. Manche Leute säen sehr, sehr unweise in ihrem Leben. Im 2. Korintherbrief heißt es, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Also, sähe Segensreiches. Wo und wie auch immer, in das Leben von Menschen, in christliche Dienste, in deine Gemeinde, in was auch immer. Sähe segensreich und du wirst Segensreiches ernten. Gott hat mehr für dich, wirklich mehr Ernte.